Achso, du meinst, deine Kollegen fliegen weg, oder was? Ja, die, ja, genau. Achso, ja, okay. Jetzt weiß ich übrigens, wo Viper war. Das war auch auf der Karte. Da hat man 110er-Angriff auf Krippon geflogen, ich als Begleitschutz, und dann so Deck angeflogen und hinter uns fliegt die Spitfire. Die wird dran. Wir sind volle Karacho geflogen und die geht bei mir auch dran. Die wird dann ewig weit gezogen und auch für Wild drüber. Die hab ich fast da abgeschossen. Oh, hier geht's ja richtig um das Spitfire am Arsch zu sichern. Das ist jetzt. Ich nicht, ich bin frei. Ich habe hier gerade drauf gegeben. Ja, ich bin gerade erst gestartet und ich komme gerade mit Überholung rein hier. Ich muss korrigieren, doch, sie ist hinter mir. Jetzt. Oh, ich bin mega dunkelrot. So dunkelrot war ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ja. Achso, ich brenne ja auch. Ah, nee, aber nur an der Seite. Jetzt hat er einen Fehler gemacht. Ja, ich bin gerade im Dogfight hier. Ja, ich auch. Die will ich haben. Die muss ich haben, und wenn ich verbrenne. Jawohl, ja. Bep, ich brauch die Power. Er hat kassiert, aber jetzt hau ich ab. Ich will noch überleben. Oh, das Feuer ist aus, kann es sein? Ich mach weiter. Es ist ja gar nichts mehr. Ja, ich mach mal ein Video. Also ich bin hier gerade im Dorf mit zwei Spitfires. Ganz so optimal. Eine ist abgesprungen, wer ist das? Die OD-Staffel, EAF. Ort. Und stürze ab, ja. Horridor. Oh, okay, ein voll erwischt. Ah, hier ist ja immer noch Dogfight, ja, stimmt. Da vorne. Ah, ne, sein Motor ist aus, Alles Horridor. Klar, und der andere. Das ist der letzte. Okay, der andere ist hinter mir. Endgültig. Nee, es waren gerade zwei, mit denen ich jetzt zusammen war. Okay, ich suche, aber ich sehe halt kaum was. Victor, hab was? Ist es? Noch gegen den Himmel was? Nee, ist nur 109. Wo ist der andere? Am Flugplatz ist die Flak aktiv. Auch der 109. Sehe bis jetzt nur 109 am Flugplatz. Rechts von mir ist was. Was ist denn da? G50, fliegt jemand eine G50? Ja, die Spitty ist gerade gelandet. Die Spitty ist gerade gelandet. Okay. Ja, es gab aber wie gesagt zwei Spittys. Eine war noch da. Ja, das ist die zweite. Eine wurde abgeschossen und die eine ist jetzt gelandet. Also eine hat den Motor ausgeschossen. So, ich lande jetzt auch auf dem Wiel. Ich muss hier runter. Boah, es wird dermaßen dunkel, wenn ich mein ZwiefX anmache. Sieht man gar nichts mehr. Also fast nichts mehr. Kann ich so mit überhaupt landen? ILS, Blindlandung. Oh, Klappen aus. Du hast G50, ich glaube, du hast eine 109 am Arsch, die dich nicht identifiziert hat. Na, jetzt nicht mehr. Weil dann soll halt gebrochenes Spit mal sein Flugzeug verlassen. Meistens, wenn ich eine 109 habe, zeige ich meine Flügel her, damit die mich sehen, aber. Manche kapieren es trotzdem nicht. Hm. Oh, ich sehe den Boden nicht mehr genau. Das müsste gar nicht so weit sein, oder? Oder fange ich zu früh ab? Ah, da sind Schilder. Ja. Du landest gerade? Ja, ich probier's. Aua! Oh, die steht doch noch, da Holze. Boah, ist das dunkel hier. Haube auf, Blut rausschöpfen. Oh, fuck! Ja. Überfahren. Oh, und das war ein Close Call. Hast du das gewollt? Das hab ich hab zu viel gewollt. Oh, Feindflieger über Platz. Victor, hab ich den direkt hinter dir, Wolf. Sehen. Fliegt gerade über die Piste. Naja, hab ich nicht gesehen. Noch einer. Auf ihn rein jetzt. Ich höre zwei. Was? Das ist wie ein Hörspiel, ich sehe nichts mehr. Mit Feuer genau hinter mir. Das Hörspiel wurde übrigens ja auch für Kriegsverstümmelte erfunden. Das passt. Echt? Also, ja, ja. In den 50er Jahren, weil die ja nichts sehen konnten, teilweise weil die blind waren, deswegen hat man das Hörspiel erfunden. Das ist ja lustig. Dachte mal, die taub waren. Okay, aber. In welchen 50er Jahren? 1950er Jahre.
Boah, was hier abgeht. Ja, komm aber hoch. Ich bin an der Spitfire jetzt in der Rechtskurve, ich komme wieder auf den Platz geflogen. Gell, hat was, ne? 10 Meter Höhe oder so. Boah, ich hab kaum noch Frames hier. Oh Mann, ey, kann ich direkt wieder abbrechen. Eieieiei, was ein Dogfight. Sollten wir es vielleicht hier geht's ab. Und vor allen Dingen, ich spawn immer da, wo der Hügel ist. Da geht's runter. Da geht's runter. Gromit war's. Oh, wieder. Beowulf, du bist frei. Victor.